Sommerfest im Medienhaus Nord. Etwa 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft waren zum Sommerfest des Medienhauses angereist. Gemeinsam mit Verlagsgeschäftsführer Andreas Gutschek sowie den Geschäftsführern Michael Seidel und Max-Stefan Koslik gab es allen Grund, nicht nur den Sommer zu feiern. Das seit einem Jahr bestehende Medienhaus Nord hat sich gut am Markt etabliert. Die drei Zeitungstitel Schweriner Volkszeitung, Norddeutsche Neueste Nachrichten und der Prignitzer konnten mit ihren 11 Lokalausgaben gegen den Trend einen deutlichen Lesergewinn verzeichnen. So erreichten sie mit 270.000 Lesern den besten Wert seit Jahren. Der Erfolg wurde gestern mit allen Sinnen gefeiert. Für Gaumenfreuden sorgte die Altschweriner Schankstuben mit einem fliegenden Buffet. Unter dem lichtdurchlässigen Dach des Festzeltes reichten 20 freundliche Servierkräfte Häppchen und kühle Getränke. Ihren großen Hunger stillten die Sommergäste mit einem erstklassigen Barbecue direkt vom Grill. Einen Genuss fürs Auge boten die Kunstwerke von Michael Frahm aus Basthorst, Silvia Kotsch aus Schwan und Maybrit Wendig aus Neumühle. Die drei malten während des Sommerfestes im Medienhaus Nord Bilder, die für einen guten Zweck unter dem Hammer gekommen sind. Parallel zeigten Nando und Annette Kallweit, wie Zeitung Kunst inspirieren kann. Kallweits Skulpturen Wahre Information und Wahre Information stellten die Frage nach Gehalt und Lehre von Nachrichten. Doch schöne Bilder, leckeres Essen und erfrischende Getränke waren nicht der einzige Grund der Zusammenkunft. Denn natürlich wurde auch Zwischenbilanz gezogen. So hat das Medienhaus Nord einen starken Zuwachs von 20.000 Lesern mehr als im Vorjahr und kommt auf eine Auflage von 270.000 im Printbereich. Von daher fällt mir jetzt auch nicht so viel ein, warum wir ängstlich in die Zukunft schauen sollten. Wir freuen uns sehr, dass wir so breit aufgestellt sind und in diesen Feldern unterwegs sind. Dazu gehört auch ein Thema, was ja auch in der Öffentlichkeit teilweise schon bekannt ist, dass wir eine technologische Veränderung haben werden. Ja, wir haben die tolle Gelegenheit, auf deutlich neuere Technik, Drucktechnik zu setzen. Der Wechsel der Drucktechnologie war notwendig, da die vorhandene Technik den modernen Ansprüchen nicht mehr gewachsen war. Viel Stoff für Diskussionen. Doch eins ist sicher, gedruckt wird weiterhin in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu gehören zu einer solchen schwierigen Entscheidung natürlich auch Diskussionen, die wir hier im Haus führen müssen, das ist klar. Auch da befinden wir uns in intensiven Gesprächen und wollen natürlich zusehen, dass wir für alle Beteiligten eine möglichst gute Lösung haben. Eine weitere Neuerung wird es im Online-Bereich geben. Rund 200.000 Online-User, 25.000 Facebook-Fans und eine steigende Nachfrage legen eine Aufarbeitung des Online-Angebotes nahe. In jüngerer Zeit wird es auch Veränderungen geben. Wir haben ja hier im Hintergrund nachher auf dieser großen Leinwand auch so ein paar Bildereinblendungen. Da können Sie auch sehen, dass es im Online-Bereich weitergeht. Wir werden in den nächsten Wochen einen Relaunch unserer Online-Auftritte haben, um auch an der Stelle noch lokaler zu werden. Das steht für uns ganz klar im Mittelpunkt. Vieles ist also in Bewegung und nach all den Eindrücken schlugen die Gäste den Heimweg an. In den Ohren noch die Klänge der Band Max & Friends, die mit Schlagzeug, akustischer Gitarre, Kontrabass, Saxophon und Gesang den ganzen Abend für gute Laune sorgten.